Was? Keine Kopfhörer, ne? Wo, ich habe keinen Kopfhörer einfach. Ich will Reaction ohne Kopfhörer drehen. Ey, das kann nicht passieren. Das kann nicht sein jetzt. Sag bitte, du hast Kopfhörer. Ja. Egal. Ich habe doch damals so einen Ausweis bekommen für Lippenleser. Ey, boah, das kann nicht sein, habe ich jetzt wirklich keine Kopfhörer, Digga. Digga, da will ich gerade auf ein richtig interessantes Video reagieren und habe ich keine Kopfhörer. Ey, das kann nicht sein. Das kann nur mir passieren. Ich schwöre auf alles. Das ist wieder im Begriff von spontan. Ich will spontan jetzt auf ein Video reagieren und genau dann habe ich keine Kopfhörer, weil die Kopfhörer in der Wohnung sind. Geil. Ey, wir müssen jetzt ehrlich was... Oh. Guck mal, ob GT-Kopfhörer liefert. Ich mache jetzt trotzdem schon mal das Intro. Wir schauen uns heute ein ganz bestimmtes Video an. Und zwar habe ich mit Nico vorhin drüber gesprochen. Ich habe es tatsächlich mitgekriegt. Nico hat mich aufmerksam gemacht. Und zwar gibt es gerade aktuell ein sehr, sehr heißes Thema. Sehr interessantes, aber auch zugleich verstörendes Thema. Und zwar geht es um Rammstein. Ich kann euch nur sagen, Rammstein habe ich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, wer den guten alten Rentner da hört. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Vorwürfe zu Rammstein. Und dass er wohl auf Konzerten sehr, sehr dreckige Sachen macht. Was er da genau macht, werdet ihr auf jeden Fall in der Reaction sehen. Die liebe Kyla. Meine Tastatur geht auch nicht. Aber noch, fehlt nur noch, dass ich auch gleich schlafe hier. Während der Reaction so einschlafe. Hallo, hallo. Am Ende ist das Mikrofon aus oder so. Kyla. Okay, ich habe sie falsch geschrieben. Am Ende macht das Video gegen mich. Das Video ist 4 Tage alt und hat 4,4 Millionen Aufrufe. Also das ist schon krank, Digga. Bei 780.000 Abonnenten. In 4 Tagen 4,4 Millionen Aufrufe zu machen. Das Video geht 36 Minuten. Im Thumbnail seht ihr Rammstein. Der Typ sieht gruselig aus. Und oben links steht drauf, ich war eine von Tills Girls. Also der Typ heißt Till Rammstein. Ich habe mich ein bisschen informiert, ein bisschen vorbereitet. Und jetzt werden wir uns gleich das Video anschauen, wenn wir Kopfhörer haben. Ich glaube, bis dahin muss ich... Haben die keine Kopfhörer? Ehrlich nicht? eBay? Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ich finde das selber derbe interessant. Allgemein, Musikindustrie ist sehr, sehr dreckig. Da passieren sehr, sehr viele Sachen. Oder allgemein Leute, die viel Reichweite haben. Da gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die das krank ausnutzen und da komische Sachen passieren. Deswegen finde ich das umso interessanter, einfach hinter die Kulissen zu schauen. Und Kyla zeigt uns Einblicke hinter die Kulissen. Und wenn das jetzt nicht geht, wegen meinen Kopfhörern, dann kriege ich Kollaps. 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 Wo ist denn der Knirps? Moin! Es geht alles gut. Boah, das ist meine Rettung, ne? Bruder, ich brauch Kopfhörer. Blockst du mit das? Bruder? Nein, Mann, ich brauch Kopfhörer für Reaction, Bruder. Ey, Bruder, willst du einmal gucken? Ey, Bruder, er ist auch Dennis. Bruder, er will mir jedes Mal ein Video zeigen, Bruder, Digga. Schau mir doch sowieso nicht an. Wo sind deine Jack Daniels Dosen? Ah, hast du aufgeräumt? Der Junge hat meinen Arsch gerettet. Ich habe jetzt Kopfhörer. Ich tu mal so, als wäre nichts passiert, als wären die Kopfhörer von Anfang an schon da gewesen. Also, jetzt können wir auf das Video reagieren. Also, die Nachrichten, die ihr hier im Hintergrund seht, sind Nachrichten von ihr, die sie ihrem Freund geschickt hat. In derselben Nacht. Jetzt habe ich aber nichts gelesen. Kennt ihr, ich habe vor euch vorgelesen, ich habe selber nicht gelesen. Und wir dachten, wir gehen auf die Afterparty und auf einmal führt sie uns durch die Afterparty in so einen Hinterraum und sagt, alle müssen ihre Hände abgeben. Habe ich an der Stelle auch mitgekriegt von anderen Rappern, von großen Rappern. Also nicht, dass ich mit ihm geredet habe, aber das ging auf jeden Fall auch schon so rum, dass viele große Rapper auch Frauen einladen und dann Verträge auf den Tisch haben, wo das heißt, ey, ihr dürft nicht darüber reden, ihr dürft nicht über diese Nacht, die jetzt passiert, reden und ihr müsst alle eure Handys abgeben und natürlich einen Vertrag unterschreiben. Und es war einfach so ein halbleerer Raum mit Sitzen und Alkohol und sie meinte, ihr wart jetzt hier auf Till, also Rammstein. Es war so fucking unangenehm und schlimm, wir wurden da einfach reingeholt, damit sich Rammstein welche aussuchen kann. Achso, und ich frage so andere Mädchen dort, WTF, was passiert hier gerade, was machen wir hier? Und sie so, ja, wir waren vom Konzert schon hier, da hat er sich eine von uns ausgesucht, die ihm einen geblasen hat. Meine Freundin und ich sind so rausgerannt, WTF, das war so fucking seltsam. Ich habe sowas noch nie erlebt, was gerade passiert. Digga, krank. Krank. Die Frau war so richtig nett zu uns und wollte uns direkt Alkohol geben und meinte, hier gibt es auch Sandwich, falls ihr was essen wollt davor. Da ist einfach nichts passiert. Ich so zu ihr, okay, wir gehen jetzt, glaube ich, aber danke für die Einladung. Sie so guckt uns so mega böse an und sagt, wie, wollt ihr nicht Till sehen und so. Bruder, was soll ich dazu sagen? Also ich bin gespannt, was uns in diesem Video noch alles erwartet. Ne? Ich kann jetzt schon sagen, dieser Rammstein, der Typ ist keine Ahnung, der hat schon Erde gerochen, der Typ ist halb tot. Keine Ahnung, wer dem freiwillig da noch unten was, ja, ich glaube, wir wissen alle, wovon ich rede. Ich verstehe das nicht, Digga, das ist krank. Sowas ist echt krank. Und das ist, finde ich, sehr interessant, dass man genau solche Hintergrundeindrücke kriegt. Deswegen müsst ihr bei sowas auch immer aufpassen. Boah, das ist echt ein schweres Video. Ich war im Juni 2022 beim Rammstein-Konzert und wurde dort
in der Halbzeit von einer russischen Frau namens Alena Makeva angesprochen und gefragt, ob ich zur Afterparty mitkommen will. Was danach passiert ist, war sehr beängstigend. Jetzt gerade kommt sehr viel raus, wovor ich sehr Angst hatte, als ich in der Situation war. Und anderen Mädchen ist es leider viel, viel schlimmer ergangen als mir. Und ich möchte hiermit meine Plattform und Reichweite nutzen und darüber berichten. Vor circa einer Woche war ein Mädchen namens Shelby bei seinem Konzert und wurde dort unter Drogen gesetzt, ist mit blauen Flecken und Druckspuren an ihrem ganzen Körper aufgewacht. Junge, guckt euch mal bitte diese blauen Flecken an. Digga, was haben die mit der gemacht? Das ist nicht mal so ein normaler blauer Fleck, so den man kennt, so kleiner, sondern guck mal bitte, was das ist. War mutig genug, sich dazu öffentlich zu äußern, was eine Welle an Opfern losgelöst hat, die das gleiche beim Rammstein-Konzert erlebt haben. Damals, als ich auf dem Konzert war, habe ich direkt danach eine Story dazu gepostet, dass ich öffentlich darüber reden will, weil ich denke, dass was dort passiert, was ich erlebt habe, sehr falsch ist und Mädchen gewarnt werden müssen. Das Video ist bisher nie online gekommen und das hat mehrere Gründe. Mir wurde von meinem alten Management gesagt, ich soll die Story löschen und ich soll mich erstmal nicht öffentlich zu meiner Erfahrung bei dem Konzert äußern. Und egal, wem ich von dieser Erfahrung erzählt habe in der Industrie, hat mir jeder basically gesagt, nicht drüber reden. Das war die Reaktion von allen. Alle haben es klein geredet und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwo Support habe. Damals habe ich auch im Internet geguckt und es war auch medial und im Internet super wenig dazu zu finden. Und dann hatte ich einfach Angst. Ich habe auch jetzt Angst, das Video zu drehen. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Es ist auf jeden Fall ein Risiko, dieses Video zu filmen und hochzuladen und mich dazu öffentlich auszusprechen. Und da mich jetzt schon sehr unsensible Nachrichten dazu erreicht haben, niemand ist in der Position, mir Vorwürfe darüber zu machen, dass ich nicht früher darüber gesprochen habe. Es wurde mir untersagt, ich hatte Angst, so viele andere persönliche Probleme und wusste trotzdem, ich werde früher oder später darüber reden. Jetzt fühlt es sich durch die mediale Aufmerksamkeit darauf nicht mehr so gefährlich an, wie zu der Zeit, als niemand darüber geredet hat. Ich verstehe sie, ne? Also jetzt gerade, wo sowieso alle ihre Vorwürfe quasi öffentlich machen, will sie einfach auch ihre Situation schildern. Sie hat eine größere Reichweite als die Leute, die vielleicht davon betroffen waren. Deswegen ist es schon gut. Also lieber später als gar nicht. Also es ist besser auf jeden Fall, das jetzt zu machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen später war, als es gar nicht zu veröffentlichen. Nachdem ich gesehen habe, was Shelby passiert ist und was auch so vielen anderen Mädchen passiert ist, fühle ich mich echt schuldig, dass ich nicht früher irgendwas gesagt habe öffentlich, weil das vielleicht noch mehr Leute erreicht hätte. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es sicherer ist, dieses Video hochzuladen, weil mediale Aufmerksamkeit darauf ist und mir nicht so einfach was passieren kann. Till Lindemann ist der 60-jährige Frontsänger. Junge, wie sieht der aus? Ich bitte dich. Junge, ich hab Angst. Wie sieht der aus? Von der Heavy-Metal-Band Rammstein, die weltweit sehr, sehr bekannt ist. Rammstein ist bekannt für Kontroversen, sehr radikale Äußerungen in Richtung rechtsradikal, in Richtung Gewalt gegen Frauen, in Richtung sexualisierte Gewalt, sowohl in den Songtexten als auch in Dingen, die von Till Lindemann veröffentlicht wurden. Wenn ich sage, Texte zu sexualisierter Gewalt, finde ich es immer schwer, sich darunter etwas vorzustellen und das Ausmaß zu verstehen, was von diesen Menschen, von Till Lindemann, veröffentlicht wird. Deswegen würde ich euch gerne ein Gedicht vorlesen, was sehr verstörend ist. Und das ist von ihm geschrieben, veröffentlicht, das ist ein 100 Gedichten und das heißt, wenn du schläfst. Nee, ich glaube nicht, dass ich das Gedicht vorlesen kann. Ich finde es echt hart, ich kann es nicht aussprechen und würde euch das einfach mal hier einblenden, wenn ihr es euch durchlesen möchtet. Kennst du, sie hat das gerade so mäßig, sie hat uns neugierig gemacht, wir wollten es hören und dann auf einmal, nee, ich will es doch nicht vorlesen. Ich lese jetzt am besten von hier vor, weil ihr seht das jetzt nicht, deswegen lese ich euch das natürlich mit meiner wunderschönen Dichterstimme vor. Ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst. Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe. Boah, ich weiß, worauf das hinaus will. Digga, der beschreibt ja wortwörtlich, was er da macht. Der ganze Körper ist in Ruhe. Kann dich überall anfassen, schlaf gern mit dir, wenn du träumst. Und genau so soll das sein, so soll das sein, so macht es Spaß. Etwas Rhünpnol im Wein, etwas Rhünpolen ins Glas. Kannst dich gar nicht mehr bewegen und du stehst, es ist ein Segen. Boah, der Typ ist doch geistesgestört. Das ist einfach nichts anderes als ein Vergewaltigungsgedicht. Auf Ernst. Also das ist für mich nichts anderes, als eine Vergewaltigung in ein Gedicht zu verfassen. Weil er äußert ja genau seine Vorstellungen, seine Fantasie, seine ekelhafte Fantasie. Und genau das macht er am Ende des Tages auch mit den Leuten auf deren Konzerten. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man so ein Konzert besucht. So, vor allem als Frau. Haltet euch fern, wenn ihr die Musik von irgendwelchen Leuten feiert, hört sie euch an. Ob man jetzt aufs Konzert gehen muss, ist eine andere Sache. Wenn man Support will, kann man natürlich hingehen. Aber ich würde nicht in diese Backstage-Dinger gehen, weil du weißt nicht, was dir in das Getränk gemischt wird, was sie damit, danach mit dir machen. Du kannst ihn noch so sympathisch finden und noch so geil finden. Du weißt ja nie, was er so mäßig in seinem Kopf hat. Deswegen bin ich da echt Anti-Konzert. Du guckst, zwei Wochen später, ich bin auf Rammstein, sein Konzert. Gedicht darum, Frauen unter Drogen zu setzen und zu vergewaltigen. Er verherrlicht in dem Gedicht und schreibt, wie sehr es Spaß macht und wie toll es ist, eine leblose, bewusstlose Frau
zu vergewaltigen. Eine Zeile in dem Gedicht ist explizit auf K.O.-Tropfen im Glas bezogen. Mit der Erlaubnis von Shelby, mit der ich im Kontakt war, mit der ich geschrieben habe, erzähle ich einen Teil von ihrer Geschichte. Diese Geschichte hat alles ins Rollen gebracht und sehr, sehr, sehr viele Opfer haben sich bei ihr gemeldet und eine sehr ähnliche Experience oder noch schlimmer berichtet. Und es läuft folgendermaßen ab. Es werden von einer gewissen Alena Makeva, von der ich erzählt habe, eine 40-Jährige, die für Rammstein arbeitet und sich Casting Director nennt, werden rekrutiert, sowohl auf Instagram als auch in Clubs. Diese Mädchen müssen einem bestimmten Dresscode folgen und müssen Bilder von sich und ihren Outfits im Vorhinein schicken. Hier ist zum Beispiel der Chatverlauf mit einem der Mädchen, die ich dort kennengelernt habe. Es werden nur Mädchen bei der Vor- und Afterparty eingeladen, nur junge Mädchen bis maximal 30. Nach unten hin gibt es keine Altersbegrenzung, es wird gefragt, wie alt man ist, aber es wird kein Ausweis kontrolliert. Niemand stellt sicher, dass diese Mädchen, die dort hinkommen, volljährig sind. Shelby wurde dann zu so einer Party eingeladen und wurde mit den anderen Mädchen hinter die Bühne gebracht, dort, wo halt diese Pre-Party stattfinden sollte. Und von hier an lese ich euch vor, was sie getwittert hat, weil sie jetzt am besten zusammengefasst und ich will auch keine Worte von ihr verdrehen. Digga, Junge, was laberst du? Ich sag doch, diese ganze Industrie da ist so dreckig, Digga, da sind so dreckige Leute. Also Rammstein an sich ist ja schon sehr dreckig, dass er solche Sachen macht, aber noch dreckiger sind auch die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten und das Ganze noch befürworten und ihn unterstützen dabei, ne? Gleich pausieren, von unten nach oben lesen, lest es euch bitte kurz selbst durch, das geht, glaube ich, schneller und ist sachlicher. Okay. Bruder, hat dir das jetzt ernsthaft auf Englisch geschrieben? Bro, jetzt verstehe ich auch, warum die Leute immer zu mir sagen, Englisch ist wichtig. Lern Englisch. Pass im Englischunterricht auf. So, wo fangen wir am besten an? Perfect, gentlemen. I said, be honest with me, please. Is this sex and is he actually aggressive? Boah, Digga, das ist ein bisschen zu viel gerade. Ich denke, sie geht gleich ein bisschen drauf ein. Ich glaube, es ist besser, wenn sie auf Deutsch drauf eingeht. Dann verstehen die meisten das wahrscheinlich auch. Gesagt, dass sie ausgewählt ist zwischen den DJ-Sets. Wenn so eine Pause ist und wenn so ein bestimmtes Lied gespielt wird, das Lied heißt Deutschland. Wenn das gespielt wird, soll sie unter die Bühne kommen. Ein Mädchen, was schon öfter bei diesen Partys war, sollte ihre Fresse halten über alles und sollte mit niemandem darüber reden. Ihr wurde gesagt, sie wird rausgeschmissen und wird nie wieder eingeladen, wenn sie nochmal irgendwem irgendwas darüber erzählt. Hier seht ihr einige der blauen Flecken, die sie gepostet hat. Es sieht aus, als wäre sie hart angepackt worden. So wie sie meinte, sie hat einige Erinnerungslücken. Sie weiß nicht, wie das passiert ist. Um es nochmal zusammenzufassen, sie wurde auserwählt als die eine, die mit Till Lindemann zwischen seinen Sets Sex haben soll. Und das ist ein Prozedere, was bei jeder Show stattfindet. Es wird jedes Mal bei der Pre-Party ein Mädchen von Till ausgesucht, mit dem er Sex haben will oder die ihm einen blasen soll, wenn das Lied Deutschland läuft. Es wurde ihr nicht kommuniziert. Der Typ ist krank, auf Ernst. Der Typ ist wirklich krank. Dass sie da hingehen soll, um Sex mit ihm zu haben. Sie hat gesagt, sie möchte nicht. Er war richtig sauer. Sie war dort alleine in einem kleinen Raum. Rammstein hat ein Statement gepostet, verneint alles, was dort passiert ist. Dann noch die ganzen anderen Mädchen, die ihr geschrieben haben und genauso eine oder schlimmere Erfahrung hatten, hat mir wirklich krass das Herz gebrochen. Es tut mir so unfassbar leid, dass Mädchen sowas erfahren mussten. Und für mich gab es jetzt keinen anderen Weg, als dieses Video aufzunehmen. Bevor ich zu den anderen Opfern komme, die sich bei Shelby gemeldet haben, wollte ich euch von meiner Erfahrung erzählen und warum ich bestätigen kann, dass das so systematisch abläuft und Mädchen rekrutiert werden, weil ich eins dieser Mädchen war, die rekrutiert wurden und was damit alles nicht stimmt und was darin alles so abgefuckt ist. Ich bin am 4. Juni 2022 zum Rammstein-Konzert gegangen und habe eine Zuschauerin von mir mitgenommen, die ich mal bei einem Gewinnspiel kennengelernt habe und mit der... Aber warte mal, sie ist doch am Anfang darauf eingegangen, dass sie dass Rammstein sehr kontroverse Themen in seinen Liedern veröffentlicht, also dass er sehr, sehr kontroverse Themen anspricht in seinen Liedern. Und dass er auch sehr rassistische Äußerungen anspricht in den Liedern. Dann frage ich mich, wenn sie dann sagt, der heute zum Rammstein-Konzert, dann muss sie doch auch ein bisschen Ahnung haben, wer das überhaupt ist und was er für Lieder macht. Weil ich gehe doch nicht auf ein Konzert von einem Typen, den ich überhaupt nicht kenne. Ich gehe jetzt nicht auf die Straße und sage, boah, das ist ein Konzert, ich gehe jetzt einfach mal hin. Das heißt, sie muss sich ein bisschen mit den Dingern befasst haben. Ich mich super gut verstanden habe, die ist gerade 18 geworden. Ich habe Karten für diese Feuerzone bekommen. Das ist diese ganz vordere Zone, wo sozusagen meistens nur die Ultra-Fans sind. Ich habe die Karten über Kontakte von meinem Management bekommen. Wir kommen bei dem Konzert an, haben Spaß. Es war irgendwann eine Pause. Es kam eine Frau zu uns, die relativ jung aussah, super sympathisch, super freundlich, hat gefragt, hey, ich habe euch gesehen und ich wollte euch fragen, ob ihr zur Afterparty kommen wollt. Und diese Frau heißt Alena Makeva, von der ich schon gesprochen habe, die auch in Verbindung mit Marilyn Manson war früher. Und ich habe dann erstmal gefragt, oh mein Gott, was für eine Afterparty? Weil, ja, I work for Till. I just wanted to ask, it's gonna be so much fun if you want to
to come to the after party. Und ich war erstmal so, oh, that's so cool. Where is the party? Is it here? Und sie meinte, yeah, yeah, it's right here. It's in the Olympia Stadium. It's right here. It's gonna be a lot of people. Nennen sie mal Lena. Lena und ich. Also Lena ist die, die ich mitgenommen habe. Lena und ich gucken uns an und sagen, hä, krass, ja, okay, cool, gerne. Und natürlich, wenn man hört, eine coole Afterparty, hört sich ja erstmal geil an. Digga, Afterparty hört sich aber auch schon so komisch an. Afterparty. Digga. Das würde ich schon direkt dankend ablehnen. Ich meinte dann, ich soll ihr mein Instagram geben und sie schickt mir, wo wir hinkommen sollen für die Afterparty. Das Konzert war dann vorüber. Alena und ich haben dann geschrieben. Sie hat dann gesagt, okay, alles klar, ich komm raus, wartet da. Alena hat uns dann gefunden und abgeholt und ihr müsst euch vorstellen, sie war extrem nett. Sie war so richtig so, hi, hat uns umarmt und war so richtig so, ja, yeah, so. Girls hat uns dann angefangen, Fragen zu stellen. Und bei diesen Fragen habe ich mir zu dem Zeitpunkt nichts gedacht. Nichts. Sie war ultra nett zu uns und hat sehr zutraulich gewirkt. Okay, sehr manipulativ. Also. Mal hat sie gefragt, ja, how old are you? Und ich meinte halt so, ja, ich bin 20. Lena meinte, sie ist 18. Und dann hat sie gefragt, so, have you ever been to a Rammstein concert before? Are you girls really big Rammstein fans? Und ich habe geantwortet, yeah, I mean, I like his music. I'm not like the biggest fan, but like I do like his music. Und da hat sie mir so einen komischen Blick gegeben. Sie meinte, ah, okay. War das erste Mal so ein Tick. Nicht ganz so freundlich aufgesetzt wie davor. Dann sind wir mit ihr so eine Treppe runtergelaufen. Ich glaube, die suchen sich halt echt Leute raus, die sehr, sehr naiv sind, ne? Also, die gucken halt in dem Gespräch, okay, ist das Mädchen naiv? Ist sie ein bisschen weniger naiv? Also, quasi, ist sie leicht zu durchbrechen oder nicht? Und als sie gemerkt hat, okay, die ist jetzt nicht der Überfan und wird jetzt nicht blind alles machen, so, hat sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, scheiße. Und währenddessen hat sie dann so gefragt, yeah, it's gonna be such a nice party. Hat uns so gesagt, wir werden Till treffen und es wird toll und so. Und ich war so, oh, ich muss nicht Till treffen, also so alles gut. Ich dachte mir so, Alter, das ist so ein großes Konzert, da sind so viele Leute und ich wusste nicht, warum ich ihn treffen sollte, so für ein Foto oder so bei der Afterparty. Ich will da auch nicht so aufdringlich sein. War so, na, like, I don't have to meet him. Sie so, no, no, it's really, it's no problem. You're all gonna meet him. It's gonna be fun. You're gonna party together. Wir sind dann runtergelaufen und ich habe die Party sozusagen gesehen. Es war auch im Olympiastadion. Man ist so runtergegangen und da war so ein Raum, so ein fetter Raum. Da waren Lichter, da waren voll viele Leute drin. Davor war eine Station mit Corona-Tests und jeder, der... Digga, ich finde sowas richtig gruselig, ne? Also, ich finde den Typen ja schon sehr gruselig, einfach von der Erscheinung, von der Optik, ne? Aber, Bro, wenn man sich das mal überlegt, der Typ steht nachts vor dir. Digga, da habe ich als Typ sogar Angst, auf Ernst. Rammstein, wenn du das Video sehen solltest, ich weiß, du sprichst auch Deutsch. Lass mich in Ruhe, Digga. Wenn du mich auf der Straße sehen solltest, wir klären gar nichts. Geh deinen Weg, ich geh meinen Weg, ich will gar nicht mit dir reden. Ich habe Angst vor dir. Wie ist es dann für ein Mädchen, wenn sie in einem Raum ist, mit ihm alleine K.O.-Tropfen kriegt und dann tobt er sich da aus? Dreckig. Ich musste halt so Nummern bekommen für einen Corona-Test. Ich habe dann ein paar bekannte Gesichter gesehen, bekannte deutsche Schauspieler. Dann mich direkt sicherer gefühlt, weil ich mir so dachte, ah ja, okay, hier sind halt bekannte Leute so. Und das ist eine fette Party. Da lief Musik, da waren Lichter, das sah einfach aus wie eine ganz normale Afterparty. Das war die normale Afterparty, auf die ich und Lena dachten, dass wir jetzt gehen, weil uns das kommuniziert wurde. Und dann bin ich da halt hingelaufen, wollte mich beim Covid-Test anstellen. Diese Alena hat uns so da weggezogen und war so, no, you're coming here, you're coming over here, just wait. Okay, und dann drehe ich mich so um und da war so eine Marmortreppe, so ein bisschen abseits. Bei dieser Marmortreppe waren so 7, 8 Mädchen. Das waren die gleichen Mädchen, die bei dieser Row Zero waren. Mädchen, die alle relativ, ja, alle eben so aufreizend mäßig gekleidet waren. Und Alena hat gesagt, dass wir uns dort hinsetzen sollen und warten sollen. Da fing es dann an, dass Lena und ich so ein bisschen, ja, hibbelig wurden, sag ich mal. Wir haben uns so angeguckt und wir waren so, oh mein Gott. Wir sind hier wie so diese heißen Mädchen, die so die Afterparty so aufspeisen sollen. Diese Pretty Privilege zu haben, dass man so auf die Party einfach kommt. Ich meinte noch, ja, die wollen wahrscheinlich so hübsche Mädels bei der Afterparty rumlaufen haben. Dann waren alle drin, es ist relativ viel Zeit vergangen. Es kamen so 3, 4 fetteste Security-Männer zu uns. Und uns wurde gesagt, wir sollen uns alle in einer Reihe aufstellen. Der Covid-Stand hat zugemacht. Ich habe schon gecheckt, dass wir jetzt keinen Covid-Test machen. Und dachten wir so, warum alle mussten einen Covid-Test machen? Da waren Stars, die ich gesehen habe, die da mit einem Stäbchen standen. Und dann standen wir alle in so einer Reihe aufgereiht. Ein fetter Security-Mann, ich war dann die Letzte in der Reihe, stellt sich hinter mich. Wir sind dann losgelaufen und es wurde gesagt, walk, 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 walk. Okay, krass, aber das finde ich gut, die hat sogar Aufnahmen gemacht. Also noch krasser wäre es gewesen, wenn man noch Aufnahmen hätte, wo man ihn halt auch sieht. Ne? Ich glaube, das wäre so Highlight-mäßig, aber dadurch, dass die Handys quasi einkassiert werden, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber Bruder, ich stelle mir das so gruselig vor, Digga. Und was ich halt krank finde, was ihr auch niemals vergessen dürft, ne? Sowas passiert einfach und es passiert häufiger und einfach keiner checkt es. Und die Leute, die quasi für ihn arbeiten, die kriegen halt wahrscheinlich bestimmt sehr, sehr viel Geld dafür, dass sie halt das Ganze mitmachen und halt auch so mäßig...
nicht erwähnen, nicht öffentlich machen, sondern einfach nur für ihn arbeiten und das Ganze unterstützen, Digga. Das ist krank. Okay, wir werden vielleicht zu irgendeinem Tisch gebracht oder so. Wir gehen da lang, werden durch diese Afterparty eskortiert, durch die ganzen Menschen und da war so eine fette graue Tür. Der eine Security macht die graue Tür auf und auf einmal finden wir uns in dieser Reihe, wie wir so langlaufen, wie so die sieben Zwerge, Alter. Laufen wir da so rum und da ist einfach so ein Flur. Und gegenüber ist halt noch ein Flur mit so einem Tisch davor. Okay, warte mal, jetzt bin ich gespannt. Von hier sind wir von der offiziellen Party reingekommen. Das heißt, das hier ist die graue Tür. Hier stehen zwei Securities. Die gehen hier lang, eine kleine Treppe runter. Hier gehen die das Handy ab. Da ist Security und da ist der Hinterraum. Okay, krass. Junge, das ist so gruselig. Stellt euch, guck mal, ihr müsst euch das alles bildlich vorstellen. Dunkler Raum, dunkle Treppen. Hier gibst du das Handy ab und da gehst du in deinen Hinterraum. Und was da passiert, das weiß keiner. Nur diejenigen, die da reingehen. Selbst die wissen es auch nicht, weil die unter Drogen gesetzt werden oder unter K.O.-Tropfen. Bro, das ist so gruselig, Digga. Deswegen, wer diesen Typen unterstützt und auf sein Konzert geht, der hat auf jeden Fall einen Schaden. Digga, das war wirklich wie in einem Film. Und da ging es dann langsam los. Sag nicht jetzt, oh, warum seid ihr da in diesen Flur mit reingegangen? Digga, ich weiß doch nicht, was passiert. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wirklich, wenn ihr es besser wisst, dann ist es schön für euch. Ich wusste es nicht besser und viele andere Mädchen wissen es auch nicht besser. Und das ist auch normal. Man geht nicht von solchen Erfahrungen aus. Wir sind dann da in einer Reihe so runtergelaufen worden. Hinter uns wurde die Tür zugemacht. Da standen nochmal Security-Männer vor dieser Tür hinter uns. Da war ich halt schon verwirrt und habe diese Alene halt nochmal gefragt, wohin gehen wir? Ich habe laut gefragt, ich so, where are we going? Oh, it's just a little party. It's a more private party with Till, you know. It's gonna be so fun. Und da war ich aber auch immer, es wird sehr spaßig. Digga, das ist doch alles verlogen, Digga. Auf Ernst. In diesem Flur, in diesem engen fucking Flur, die ganzen Mädchen fangen an, da selbstverständlich reinzulaufen und links davon ist ein Tisch. Und die ganzen Mädchen werfen nacheinander ihre Handys rauf. Die Securities kontrollieren, dass jeder sein Handy rauswirft. Und da hätte ich eigentlich direkt umdrehen sollen und wissen sollen, okay, jetzt ist Schluss. Aber diese Alena stand da, hat mich angestarrt. Diese zwei Security-Männer haben mich angestarrt. Lena und ich waren die einzigen, die noch draußen waren. Und ich war halt so zögerlich und war so, warum soll ich mein Handy hier rauflegen? Und die war so, oh yeah, it's just for privacy reasons, you know, because we don't want any videos of Till. You know, it's just for privacy reasons. Hat mich halt beruhigt. Sie war die ganze Zeit so da, wie so eine Mom, hat die ganze Zeit so, oh no, it's okay. Und so richtig beruhigend, was auch schon im Nachhinein so, das war so durchtrieben alles, Leute. Das glaubt ihr nicht, wie die mit uns geredet hat. Ich war halt unter miesem Druck. Da stehen vier Securities und ich war so, okay, okay. Und hab halt mein Handy darauf gelegt. Und dann gehen wir da rein. Da kam ich wirklich in einen Angstzustand. Die Tür wird hinter uns zugemacht. Das war einfach wie so ein Umkleideraum bei so einer Sporthalle mit zwei schwarzen Ledersofas in der Mitte. Links standen zwei Kühlschränke mit Getränken und ein Tisch. Auf dem Tisch stand Wodka und so. Da waren noch ganz viele andere alkoholische Getränke. Alles, was in diesem Raum war, war halt Alkohol und so zwei Couches. Und auf diesen Couches saßen dann Mädchen, so acht Mädchen, alle so nebeneinander aufgereiht. Manche von denen waren auch wirklich so ein bisschen benommen. Die haben nicht gewirkt, als wären die da. Ja, das heißt, sie wurden davor schon quasi unter Drogen gesetzt. Gar nicht. Ich habe die angeguckt und da ist nichts passiert. Also die waren wirklich leer und saßen halt so da auf dieser Couch. Das ist gerade mies creepy. Die ganze Atmosphäre war seltsam. Es war stockstill in diesem Raum. Keines dieser Mädchen hat geredet. Und auf einmal macht's Klick. Und ich denke mir so, Digga, das ist gerade gar nicht gut. Ich bin gerade in einer gar nicht guten Situation. In irgendeinem Raum mit zwei Couches, Alkohol und mit... Ey, wisst ihr, was ich krank finde? Wisst ihr, was an der ganzen Sache so gruselig ist und verstörend ist? Sie hat alles beschrieben. Den Gang, wo man runtergeht, wo man das Handy abgibt. Und du gehst ja wirklich von der Fläche, wo die ganzen Leute getanzt haben. Du gehst da durch irgendwelche Gänge runter und bist dann in dem Raum. Das heißt, das, was dieser Rammstein da macht, das passiert einfach nur unter den Leuten, die da oben feiern. Und die haben keine Ahnung, was da oben passiert. Die denken sich, ich feiere nur Aftershow-Party, bisschen chillen, bisschen trinken, bisschen dies, bisschen das. Aber die wissen nicht, was unten abgeht. Und das finde ich so krank und verstörend. Irgendeiner fremden Frau, die die ganze Zeit absichert, dass alles okay ist. Und schon als sie meinen Blick gesehen hat, meinte sie so, yeah, you want something to drink? You want, hat direkt was zu trinken angeboten. Till is gonna be here soon as well. Like, just have a drink. Und ich sag euch, dieser ganze Prozess von, ihr reiht euch jetzt alle hintereinander auf, ohne Covid-Test, ohne Ausweiskontrolle und landet in diesem separaten Raum von einer Minute. Also, das alles so schnell passiert. Und ich suche so den Blick von den anderen Mädchen in dem Raum und sehe so ein Mädchen, was genau den gleichen Blick hat wie ich. Unsere Blicke haben sich getroffen und sie sieht komplett verängstigt aus. Von wegen, was zum Fick mache ich hier gerade? Dann sagt dieser Alena wieder, trink mal alle schon mal was und fängt an, so Drinks auszugeben. Als sich der Blick von diesem Mädchen mir getroffen hat, habe ich sie halt so angeguckt
Und sie fragt dann so, sorry, where is the toilet? Dann habe ich gesagt, ja, ich muss auch. Lena habe ich halt an der Hand genommen und wir sind schnell da auf Toilette rausgegangen. Da war so ein Nebenraum, wo die Toiletten waren. Es kommt noch ein Mädchen mit uns und ich sag so, Leute, was passiert hier gerade? Und dieses andere Mädchen, ich nenne sie mal, ich will jetzt nicht ihren Namen sagen, deswegen, ich nenne sie mal Paula. Also Paula, die mich halt so verängstigt angeguckt hat und mit mir draußen stand. Wir stehen dann halt separat in diesem Außenraum und ich sag, Leute, was ist hier los? Wo sind wir hier gelandet? Und dann fängt Paula an zu erzählen und Paula sagt dann Sachen, die mich komplett verstört haben, wo ich mir dachte, ach du Scheiß, wo bin ich? Warte mal, jetzt bin ich gespannt, was Paula zu erzählen hat, weil das Ding ist, wenn Paula so viel weiß, warum war sie auch in dem Raum? Das ergibt für mich so ein bisschen weniger Sinn, da denke ich mir auch so, dumm, warum gehst du in einen Ort, wenn du schon weißt, was da passiert? Kann auch sein, dass sie danach erst Hintergrundwissen gesammelt hat. Wisst ihr, was ich schade finde? Guck mal, bei mir müsst ihr euch vorstellen, ich denke mal sehr weit, ne? Also ich denke an viele, viele Sachen einfach, da denke ich ein bisschen weiter, ne? Bro, ich male mir so Bilder aus, weil ich mir denke, guck mal, die Eltern von den Mädchen, die denken sich, okay, die geht nur auf Konzert. Vielleicht erzählen auch manche Kinder nicht, dass sie auf das Konzert von Rammstein gehen. Und das heißt, die Eltern denken, okay, die gehen auf ein Konzert, haben Spaß und danach kommen sie wieder nach Hause. Diese Mädchen wollen eigentlich auch nur aufs Konzert, wollen Spaß haben, wollen vielleicht ihr Idol treffen, einen Sänger oder Musiker treffen, weil sie ihn feiern. Gehen auf das Konzert und kommen danach irgendwie zurück mit blauen Flecken, mit offenen Stellen, mit keine Ahnung was, mit Misshandlungen am Körper. Und sie können sich an nichts erinnern. Digga, das ist einfach gruselig und verstörend. So, weiß ich meinen? Deswegen, mir tun die Mädchen leid. Diese Paula sagt dann so, ich wurde hier schon zu der Pre-Party eingeladen. Weißt du, was hier gerade abgegangen ist? Ich war feiern im Club und wurde von dieser Alena angesprochen, ob ich kommen will. Und sie hat einfach nur gesagt, ob ich Rammstein-Tickets haben will, ob ich mal Bock habe, zum Konzert zu kommen. Und ich meinte halt ja. Und ich wollte einen Freund mitbringen, aber ich durfte nur alleine kommen. Und sie war... Ach so, sie wollte ihren Freund mitbringen. Oder einen Freund, also eine männliche Person. Und dann wurde gesagt, nee, die Gästeliste ist voll. Hätte sie jetzt gesagt, ey, ich will eine Freundin mitbringen, wäre es wahrscheinlich kein Problem gewesen. Auch schon bei der Pre-Party. Und da habe ich erfahren, was bei der Pre-Party abging. Und das habe ich jetzt schon von so vielen Mädchen, auch vor Ort habe ich das noch von anderen Mädchen gehört. Es ist fucking wahr. Es haben tausende Mädchen das gleiche berichtet. Die wurden alle in diesem Raum schon vorm Konzert gesammelt. Denen wurden schon Drinks gegeben. Und irgendwann kamen halt Männer rein, unter anderem Till Lindemann. Till Lindemann ist dann reingekommen, hat sich die ganzen Mädchen angeguckt und hat sich ein Mädchen rausgesucht. Und das andere Mädchen, was da war, also nicht Paula, sondern das andere Mädchen, was noch mitgekommen ist, hat das alles bestätigt und hat gesagt, ja, die wurde ausgesucht, um ihn zwischen den Sets einzublasen. Der hat sich halt die eine ausgesucht und die wurde aus deren Gruppe, die stand ja in dieser Row Zero, mitten im Set rausgezogen und hat ihm unter der Bühne dann eingeblasen. Digga, Junge, wie gestört ist der Typ? Bevor gesagt wurde, was da abgeht und dass sie es machen soll, weiß ich nicht. Die Mädchen haben auch erst danach erfahren, dass sie die Auserwählte ist, um ihn einzublasen, weil sie danach zurückgekommen ist und davon erzählt hat. Das heißt aber, die ganzen Mädchen, die zur Pre-Party gesammelt wurden, wussten nicht, ob sie auserwählt werden können. Paula, die ganz sicher ihm keinen blasen wollte oder nicht die Auserwählte sein wollte, was wie abgefuckt das schon klingt, sie wusste auch nichts davon, dass sie Teil der Auswahl sein soll. Und dann hat das andere Mädchen erzählt, ja, er kommt hier auch rein und er sucht sich auch hier seine Favoriten aus, so mit denen er halt Sex haben will. Und im Anschluss meinte sie, ihr könnt übrigens auch alles haben, also ihr könnt hier trinken, ihr könnt auch koksen, ihr könnt machen, was ihr wollt. So, ich war schon mal bei so einer Afterparty, die bieten euch ja alles an. Als ich das alles gehört habe, mein Herz hat so angefangen zu rasen. Ich war komplett unter Schock. Paula war halt auch voll schockiert von dem Ganzen, was sie selbst gerade erlebt hat. Ich habe vor ein paar Tagen auch nochmal mit Paula gesprochen und sie hat, also Paula gesprochen und sie hat gesagt, dass sie so froh war, dass, und jetzt im Nachhinein auch so froh darüber ist, dass sie mich gesehen hat und dass ich sie zur Seite gezogen habe und dann meinte, ey Digga, was ist hier los? Weil sie meinte, alle anderen Mädchen haben so getan, als wäre das normal und sie dachte, dass sie gerade verrückt wird und sie sich auch einfach nicht getraut hat, obwohl sich das alles mega übergriffig für sie und falsch angefühlt hat, dass sie sich halt nicht getraut hat zu gehen, weil sie halt die ganze Zeit in dieser Gruppe war, die ganze Zeit von Securities und dieser Alena irgendwie umrudelt wurden. Weil ich weiß, Parzen werden jetzt so sagen, ja, aber wenn sie schon bei der Pre-Party war, warum ist sie dann nicht gegangen? Warum war sie dann noch bei der After-Party? Sie hat sich einfach nicht getraut. Was zu sagen, sie hat sich einfach nicht getraut zu gehen, weil sie da halt auch alleine war. Aber alle tun hier so, als wäre das normal. Sie meinte so, kein Mädchen hat bisher was gesagt und dieser andere war so, ja, das ist halt... Also ich bin euch ehrlich, das kann ich euch nur so sagen, ne? Versucht immer auf euer Bauchgefühl zu hören. Wenn ihr merkt, ihr habt ein schlechtes Gefühl, geht einfach. So, was wollt ihr da noch in einer Party machen? Oder was habt ihr auf einer Party zu verloren, Digga, wo solche Sachen passieren? Rock'n'Roll, so es ist der Lifestyle und ich war so... Digga, was für das ist so Rock'n'Roll? Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Mir wurde gesagt, ich gehe zu ganz normalen Afterparty. Ich habe sichergestellt, da sind auch andere Leute. Ja, ist das eine normale Party? Ist es hier? Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einer Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben, mit irgendwie von Till Lindemann ausgesucht werden soll. So ein Scheiß. Da wusste ich, okay, ich muss hier sofort raus, bevor hier verfickt nochmal 60-jähriger Till Lindemann reinspaziert. Ich bin gerade hier. Digga, so ein Rentner, ne? So ein 60-jähriger Typ, Digga, vergreift ja an irgendwelchen jüngeren Leuten. Als potenzieller Fick
ich wurde hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. So, das ist der einzige Grund, warum ich da bin. Und diese Realisation war wirklich so schlimm. Vor allem habe ich halt Lena auch da reingebracht. So, sie war, ist gerade 18 geworden. Sie hatte so Angst. Ich fühle mich schon verantwortlich, weil ich sie ja mitgenommen habe. Ich gucke Lena an, ich habe gesagt, wir gehen sofort. Und sie war so, ja, bitte, bitte, lass gehen. Und dann gehe ich halt wieder in diesen Raum rein, wirklich auch voll am Zittern. Sehe diese Zombie-Mädchen irgendwie da sitzen und... Ich weiß nicht, wie sehr man diese Panik realisiert, wenn ich das jetzt erzähle. Aber ihr müsst euch vorstellen, bis dato war ich der Überzeugung, dass ich da einfach zu einer ganz normalen Party bin. Und auf einmal checke ich, ich bin hier als Sexobjekt. Ein Mädchen war schon jetzt in eine sexuelle Aktivität mit ihm involviert. Ob sie das wollte, ob sie davon davor wusste, wusste ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und ich war so, oh mein Gott, Panik, Panik. Ich könnte halt die Nächste sein, die irgendwie rausgezogen wird. Geh halt zu dieser Lena. Ich wollte halt noch in dem Ganzen jetzt nicht rausstürmen. Ich wusste, es stehen 4 fucking Securities vor der Tür und wollte das noch so entspannt machen und war so. Ich frag mich, wenn man jetzt als Beispiel den Securities gesagt hätte, ey, ich will jetzt raus, ich will doch raus und ich hab keinen Bock und keine Ahnung was, ob die quasi die Person dann gehen lassen oder ob die sagen, nee, du musst bleiben. Das würde mich noch interessieren. So, I think we're gonna go now. It's really late. We really have to go. Und dieser Alena, ihr Blick hat sich komplett verändert in dem Moment. Sie guckt mich an und sagt, what do you mean? You don't want to meet Till? Und ich war so, oh, no, no, I think it's okay, we really have to go. Und sie so, no, no, come on, take a drink first. Come on, you have to drink something. There's gonna be music here soon. It's gonna be a great party, take a drink first. Und will mir so einen Drink andrehen. Und ich war so, Digga, ich will nicht wissen, was da drin ist, ne? Ich schwöre auf alles, das ist gruselig, Digga. Noch gruseliger ist, dass die Leute das noch mitmachen. No, no, we really have to go. Und sie so, okay. Sobald ich gesagt habe, wir wollen gehen, sie hat mich so angsteinflößend angeguckt, dass es war wirklich, als wäre sie ein anderer Mensch auf einmal. Da wusste ich erst recht, sie will mir jetzt noch einen Drink andrehen vorm Gehen. Die will mich irgendwie locker machen oder so. Tschüss. Ich habe gesagt, no, we have to go. Ich habe mich dann einfach umgedreht, Lena an der Hand genommen und wir sind rausgegangen. Ich habe mein Handy genommen und wir sind halt rausgestürmt. Dann standen wir halt mitten auf dieser Party und wollten uns erstmal irgendwo hinsetzen. Wir waren halt beide voll im Schockzustand, so dass man uns nicht sehen kann vor Eingang, weil Alena hat noch gesagt, wir sollen aber jetzt nicht auf die Party, sondern wir sollen uns wirklich verpissen. Also sie hat uns beim Gehen, das habe ich vergessen, sie hat uns gesagt, okay, but like, you have to go now, you have to go then. So, sie war so, ihr könnt nicht auf der, also sie hat uns klar gemacht, wir können nicht bei der Party sein, wenn wir gehen wollen. Also wir können nicht bei dieser normalen Party sein. Deswegen haben wir uns sozusagen versteckt, sind so auf die andere Seite gegangen, hinter die Bar, wo es waren halt viele Leute da, wo man uns nicht gesehen hätte. Das war gerade alles so eine Drucksituation. Es war so intensiv. Kurze Zeit später, also ich glaube, es war so 10, 15 Minuten später, auch rausgestürmt kommt. Sie kam dann zu uns rüber und sie hat uns dann erzählt, dass Till nicht mehr dahin gekommen ist, sondern denen gesagt wurde, dass sie jetzt alle abgeholt werden, um in Tills Hotel zu fahren. Da hat sie dann auch gesagt, okay, sie muss halt jetzt gehen, sie wird jetzt nicht in das Hotel von dem fahren und meinte, dass es alles gerade mega scary war, dass die alle so rausschiffriert wurden durch so einen Hintereingang. Auch da wurde nicht kommuniziert, wofür, will ich nur dazu sagen. Und ich bin echt froh, dass wir da raus... Das sind aber so Sachen, ne? Klar, ich verstehe, es gibt Fans, ne? Die dann sagen, ey, die dann vielleicht nicht realisieren, was da vielleicht abgeht und einfach nicht ein paar Schritte weiterdenken, aber Bro, Hintereingang, auf den Sofa setzen, Alkohol, gleich kommt Till rein, ihr müsst jetzt doch ins Till sein Hotel fahren. Bro, das sind alles Zeichen, die man einfach wahrnehmen sollte, also Signale. So, und dann verstehe ich nicht, warum man die Signale nicht einfach wahrnimmt und einfach sagt, ich gehe raus. Viele Mädchen, hat sie aber selber erzählt, wurden unter Drogen gesetzt. Das heißt, die sind gar nicht Herr ihrer Sinne. So, die wissen gar nicht, was abgeht. Am besten bei sowas gar nicht erst mitgehen, gar keine Drinks annehmen von irgendwelchen Leuten, die ihr nicht kennt, weil das kann so in die Hose gehen. Gegangen sind, weiß ja, dass ich, so wie ihr mich kennt, ich bin eine sehr starke, forsche Person in dem Sinne, dass ich halt mir nichts gefallen lasse und sowas, aber ich habe halt wirklich nicht erwartet, dass sowas passieren würde und dass ich einfach so nebenbei mit Lena rekrutiert werde als so potenzielle Teil von einer verfickten Orgie. Das war mir halt überhaupt nicht bewusst, dass das so passiert, ohne dass es annähernd kommuniziert wird und dass ich auch noch so und Lena so richtig gecomfortet werden. Im gleichen Zuge eines von den Mädchen, von denen wir dann Teil waren, ausgewählt wurde, um ihm Blowjob zu geben und die anderen dann ausgewählt wurden, welche mitkommen, um mit ihm im Hotelzimmer da zu ficken. Und das passiert bei jedem einzelnen Konzert und das weiß ich jetzt, bei jedem einzelnen Konzert gibt es diese Pre-Partys. Es ist der Job von dieser Alena-Frau, zutraulich zu den Mädchen zu kommen, Mädchen zu rekrutieren und sie zu der Afterparty zu loten. Digga, überleg mal. Wenn du sie fragst, was arbeitest du? Ja, ich arbeite einfach. Du weißt, sie weiß selber, was sie macht. Damit verdient sie ihr Geld, Digga, und will dann erzählen, dass sie ehrlich ihr Brot verdient. So. Wie krass ist sowas? Also, das finde ich immer so heftig, weil du siehst diesen Leuten das gar nicht an.
Und sie selber sagt ja auch, diese Alina war komplett zutraulich, war voll sympathisch, war nett, hat sie manipuliert, was sie halt in dem Sinne, in dem Gespräch nicht gemerkt hat. Die Leute sind dafür geschult. So, und das wissen halt die Leute nicht. So, die Leute, die dann auf das Konzert gehen, die wissen nicht, wenn sie sich mit so einem Mädchen unterhalten. Das kann sehr schnell in die Hose gehen. Und ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt einer bin, der direkt erkennt, ob jemand mich manipuliert oder nicht. Es kann auch sein, wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich wäre da auf der Party gewesen, genau wie jetzt die Kyla, es hätte auch sein können, dass diese Alina mich manipuliert und ich denke, boah, die ist voll korrekt, die ist wie so eine zweite Anne. Gehe ich mal mit in den Keller. So, weiß ich mein? Deswegen kann ich den Leuten halt auch nicht vorwerfen und sagen, ey, warum gehst du da rein? So, ist einfacher gesagt von mir als getan so. Aber ich kann es euch nur so für die Zukunft mitgeben. Ich bin auf Rammstein sein Konzert noch nie gewesen. Gott sei Dank, wo seine Musik feiere ich von A bis Z nicht. Das ist für mich eine Dämonenaustreibung. Deswegen ist es gut, dass ich diese Konzerte noch nie besucht habe. Ich bin gar kein Konzerttyp an sich. Aber ich kann euch nur für die Zukunft mitgeben, wenn ihr auf sein Konzert gehen wollt, was ich keinen von euch empfehlen kann, dann passt auf jeden Fall auf euch auf. Aber ich würde an eurer Stelle gar nicht auf sein Konzert gehen, wenn man schon weiß, was da auf jedem Konzert passiert. Sagen nochmal aussortiert, wer da bereit ist, mit ihm zu ficken und wer nicht, beziehungsweise eben nicht in jedem Fall. Und jetzt kommen wir zu der Problematik, weil Vorleute jetzt irgendwie sagen, ja, aber man weiß ja, worauf man sich einlässt und so. Das ist halt genau das Problem. Ich will euch das jetzt ganz kurz nochmal zusammenfassen, dass ihr es checkt. Also diese Alena rekrutiert Mädchen zu der Afterparty, die alle maximal 30 sind, potenziell minderjährig. Es wird nicht kommuniziert, dass es eine After-After-Party mit Till privat ist. Es wird kommuniziert, dass es eine normale Party ist. Und selbst wenn man aktiv nachfragt, ob es in die Richtung Sex geht, so wie in Shelbys Fall, wird die gesagt, nein. Ich habe mir jetzt schon echt viel Erfahrung von anderen Mädchen durchgelesen und ich bin so froh, dass ich so früh realisiert habe, dass es gerade nicht sicher ist und dass ich hier raus muss. Das haben mir jetzt schon so viele Mädchen gesagt, sie haben keine Erinnerung an diesen Abend, obwohl sie nicht mehr viel getrunken haben. Also bei den Pre-Partys wird dann ausgesucht, welches von den Fangirls, es sind halt, müsst ihr euch vorstellen, auch Fangirls, junge Fangirls, wer zwischen den Sets ihm einen bläst oder Sex mit ihnen hat, und davon berichten so viele separate Mädchen von genau der gleichen Erfahrung, die ich halt auch mitbekommen habe. Bei Shelby wurde zum Beispiel sie ausgesucht, es wurde ihr nicht kommuniziert, sie hat nachgefragt, ob es für Sex ist. Schon beim Pre-Party werden Drogen genommen oder ihnen wird Alkohol gegeben etc. Und dann bei der After-Party werden anscheinend nochmal, so wie ich, andere irgendwie aus dem Fire Circle, die für mega Fans gehalten werden und davon noch so abgecheckt wird, ah, seid ihr große Fans, die werden dann zur After-Party gebracht, wenn ihr die potenziell ficken wollen würde. Und genau dafür ist halt dieser Alena da. Dann wird bei der After-Party Till Lindemann reingebracht. Die Mädchen werden besoffen gemacht. Sie trinken zusammen mit ihm. Anscheinend werden bei einigen Mädchen auch K.O.-Tropfen reingemacht, weil es gibt jetzt schon so viele, die berichtet haben, dass sie keine Erinnerung haben, dass sie die Tage danach gezittert haben, gekotzt haben, dass sie nicht bei sich waren. Einige davon haben geschrieben, sie sind in seinem Hotelzimmer aufgewacht, mit Wunden, mit aufgerissenen Klamotten, dass sie sich nicht... Ja, der Typ ist doch gestört, auf Ernst. Bro, wenn man sich sowas anhört, stellt man sich das bildlich vor. Und ich denke mir dann, Junge, was ist das für ein Gestörter? Der sieht ja an sich schon gruselig aus. Und ich kann mir zu 100% vorstellen, wie der genau das, was sie da gerade erzählt, auch macht. So ohne jetzt irgendwie, keine Ahnung, Rufmord oder keine Ahnung, diese Politik zu machen, ne? Bro, so viele Leute berichten davon. Und ich denke, das Ganze hat auch Kopf und Fuß. Es ist sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig und sehr, sehr verstörend, dass es solche Leute gibt. Und ich kann mir, wie gesagt, richtig vorstellen, wie er da durchdreht und die Leute unter K.O.-Tropfen setzt. Weil er sagt ja selber in seinen Liedern, eigentlich müsst ihr euch vorstellen, das, was er in seinen Liedern da rappt oder singt oder keine Ahnung, was er da macht, genau das macht er auch in echt. So. Und in diesem kleinen Gedicht hat er genau das beschrieben oder bestätigt, was sie gerade sagt. Ich erinnern können, was passiert ist, aber sie wissen, sie spüren, sie hatten Sex. Das heißt, es werden Fangirls da reingebracht, sie werden besoffen gemacht und dann sucht er sich aus, mit wem er Sex haben will. Und es ist ganz wichtig an... Ich verstehe aber bis heute nicht, wie es Leute gibt, die das befürworten und für ihn arbeiten. Und das ist auch wieder das Ding, da denke ich mir dann immer so, mit Geld kannst du wirklich alles machen. Also jeder, der sagt, mit Geld kannst du nicht alles machen, du kannst mit Geld wirklich alles machen. Es ist einfach nur eine Frage der Summe und der Person. Und das bestätigt sich ja durch diese Frau, diese Alina, die da arbeitet. Einfach für Geld manipuliert sie irgendwelche Kinder, irgendwelche Mädchen oder Frauen und dafür kriegt sie ihr Geld. Dafür, dass danach Till die Mädchen vergewaltigt. Digga, richtig komisch. Also mir tut sowas sehr, sehr leid für die Mädchen, ne? An dieser Stelle nochmal zu realisieren, dass das alles ein Machtding ist. Er könnte sich für diesen ganzen Akt auch Escort-Damen nehmen, Prostituierte nehmen, aber es geht dabei um Macht und es ist genau die Krux an dem Ganzen, ist, dass den Mädchen nicht gesagt wird, wofür das ist und dass Druck ausgeübt wird und sie es dann trotzdem machen. Genau darum geht's. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber die Mädchen machen das doch mit oder keine Ahnung, es ist genau das Ding, warum er Fangirls, die ihn idolisieren
Und natürlich ihn so auf den Podest stellen, sich denken, oh mein Gott, das ist Till Lindemann, das ist Rammstein, dass er die aussucht, das hat alles mit Macht zu tun. Dass er dann diesen Druck und diese Position als Gott für die ausnutzt und Sex mit ihnen hat. Das ist halt so unmoralisch, in seiner Position Fangirls zu nehmen, die auch ultra fucking jung sind und sie in solche Situationen zu stellen, in denen ihnen nicht vorher gesagt wird, wofür die rekrutiert. Boah, das sind so Momente, ne? Wenn ich mir das so angucke, ich schwöre es dir, ich will so gerne eigentlich ein Video drehen mit so einer Person, die sowas schon erlebt hat. Also beziehungsweise, oder auch wie sie, ne, in so einer Situation war, dass sie aber davon noch rausgekommen ist. Weil sowas muss an die Öffentlichkeit kommen. Kann auch sein, dass mir Probleme danach folgen, so, ne? Man weiß ja nie, also der Typ will ja seinen Ruf irgendwie noch gerade halten. Aber ich finde sowas so interessant, aber es ist halt auch sehr, sehr verstörend und es tut mir an der Stelle auch sehr, sehr leid für die Mädchen, ne? Und dann auf einmal es heißt, okay, jetzt bläst du mir an. Jetzt machst du's. Oder jetzt haben wir Sex. Genauso wie eben in diesem Raum, wo auf einmal gesagt wird, okay, ihr steigt jetzt alle in die Vans und wir fahren jetzt in sein Hotel und ab. Einfach wie so Hunde. Weißt du, die werden einfach wie Hunde behandelt. So von wegen, geh jetzt rein in dieses Käfig und du kommst jetzt mit. Ein Fan berichtet, dass er vor dem Konzert mit Fangirls schon Sex haben muss, weil er anscheinend krank sexsüchtig ist. Und das haben auch voll viele Leute in der Industrie schon gesagt. Natürlich nicht offiziell, weil keiner redet ja öffentlich darüber. Und dafür nimmt er sich eben keine Prostituierten oder Escort-Damen, weil das nicht dieses Machtding befriedigt. Deswegen nimmt er junge Fangirls, die halt beeinflussbar sind und die halt unter dem Druck sehr oft zusammenbrechen und sich dann eben nicht trauen, Nein zu sagen. Und genau das ist das Problem, genau das nutzt du aus. In der Situation, wenn du da auf dem Sofa sitzt und eigentlich denkst, ey, das, was ich jetzt gerade mache, ist falsch, aber die wird immer im Hintergrund immer mehr eingeredet, so von wegen, ey, alles gut, die wird das Gefühl von Sicherheit gegeben und dann passiert das. Deswegen, das ist halt das Gefährliche an der ganzen Sache, ne? So, und das ist halt nochmal richtig wichtig, damit ihr nachvollzieht, was das alles für ein System ist. Sich bewusst Fangirls zu nehmen und ihnen nicht zu sagen, wofür sie da sind, ist halt komplett abgefuckt. Ich war ja nur bei einem Tag da, aber es gibt auch Mädchen, die mehrmals bei diesen Partys waren und ich habe mit welchen gesprochen und eine, die auch da war, hat erzählt, dass er unfassbar aggressiv wird. Das haben Mädchen aus der ganzen Welt auch berichtet, dass er reinkommt und anfängt erstmal zu trinken mit den Mädels, dass er sauer wird, wenn die Mädels nicht genug trinken, dass er selbst Drogen nimmt, Drogen anbietet und das ist ein Punkt, den halt auch das Mädchen... Das sind solche Junkies, ne, auf Ernst. ...da war selbst miterlebt hat, dass er Gläser, Flaschen rumwirft, dass er alles im Raum kaputt macht, dass er einfach den ganzen Raum demoliert, überall Scherben rumliegen. Ey, der Typ ist doch krank, der Typ ist so besessen. Ich finde, guck mal, weißt du, das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ich stelle mir alles bildlich vor. Ich stelle mir richtig vor, wie er in diesem Raum ist. Er sieht, habe ich schon 50 Mal erwähnt, er sieht gruselig aus, ich habe Angst vor ihm. Und er wirft irgendwelche Sachen gegen die Wand und schreit darum. Ich stelle mir das alles bildlich vor. Und dann denke ich mir so, Junge, wie kann ein Mensch so sein? Was Drogen und allgemein, was so kranke Fantasien mit einem Menschen machen. Und dann gibt es aber auch noch Leute, die für ihn arbeiten, für die Arbeit auch noch Geld bekommen und dann sich denken, ey, ich verdiene ehrliches Geld so. Und damit ernähren die wahrscheinlich ihre Familie so, weißt du? Digga, das ist für mich einfach, das ergibt gar keinen Sinn vorne und hinten. Deswegen, falls du auch gerade zuguckst oder an diejenigen, die jetzt gerade für ihn arbeiten und auch zugucken, Digga, ihr könnt euch auf jeden Fall dick schämen, weil das, was ihr macht, ist keine ehrliche Arbeit. Und ich weiß auch nicht, wie ihr das mit dem Gewissen vereinbart, ne? Dass ihr mit dem Geld, mit diesem dreckigen Geld, was ihr verdient, eure Kinder oder Familien ernährt, wie gesagt. Und dann wundern sie sich, Digga, wenn die Kinder krank werden oder so. Das ist alles Gottes Strafe. Aber wir machen mal weiter. Das Mädchen, mit dem ich gesprochen habe, hat auch erzählt, dass er so eine Kugelschreiber-Line von Koks genommen hat und dann auf die Toilette von den Mädchen gegangen ist und angefangen hat, unter der Kabine runter zu lupen. Oh, Digga, Junge. Digga, ich will gar nicht wissen, wie gruselig der Typ ist, wenn er auch noch so Koks und so ballert, ne? Also, Bro, das ist doch Dings, Hamburg Dungeon. Die gerne Sex mit diesem Mann hätten, weil die so krasse Fans sind, weil die ihn attraktiv finden, weiß ich nicht. Auch wenn die Anfang 20 sind und er fucking 60 ist und das ganze Verhalten ultra pedo ist, dass er sich so 18-Jährige da reinholt in seine Afterpartys oder Minderjährige. Weil ich habe ja mit Mädchen dazu telefoniert, die ich auch kennengelernt habe, die dort waren, die ich dort gesehen habe und von denen ich weiß, dass die halt bei diesen Erfahrungen dabei waren. Denen gesagt wurde, sie dürfen nicht darüber reden. Es haben sich auch Mädchen bei mir gemeldet, nachdem ich diese Story gepostet habe und gesagt, hey, ich hatte auch so eine ultra seltsame Erfahrung beim Rammstein-Konzert. Und ich werde euch jetzt einige Vorfälle vorlesen von Mädchen, die sich bei Shelby gemeldet haben und von ihrem Vorfall erzählt haben. Und allen passiert wirklich das Gleiche, nur manche kommen besser weg und manche schlechter. Ein Mädchen hat geschrieben, I've experienced the same at Lindemann Tour in 2019. I was hanging out at the after party when I was told I was chosen to come up to Till's room under the condition not to say anything. Naive enough, I went there thinking I'm free to do whatever I want, able to go. From the moment I entered the room to him, everything is gone. I can't remember anything about it, but the fact that my watch was broken in half and some of my stuff was missing. Schreibt ein anderes Mädchen, please, please, anonymous. I got sex
trafficked by Alina and another girl. I do not want to mention who's big on Instagram. I was really mentally unstable and had an eating disorder. I slept with Till. It was all pre-arranged and it was a very violent and traumatic encounter that left me bleeding afterwards. I have nightmares still and I can't listen to their music anymore without getting panic flashbacks. I'm still in therapy today. I was always afraid to speak. Der Typ hat so viel auf dem Gewissen, ne? Der Typ hat einfach Frauen auf dem Gewissen, die jetzt heutzutage in der Therapie sind, wegen ihm. Aber das waren Fans, die haben seine Musik gefeiert und unterstützt. Und guck mal bitte, was er mit dem macht. Speak up, but it's so fucked up. I wish I could tell someone my whole story, but I'm afraid. Alina has goons and so many people working with her, silencing girls. Sie war Teil von diesem Rekrutierungssystem und sie hatte Sex mit ihm und hat halt gesagt, es war ultra gewalttätig. Ein anderes Mädchen schreibt, I myself have experienced exactly the same as you at the concert in Oslo 2022. I was invited to the pre-party and after-party. I met Till Lindemann alone 15 minutes before the concert began. A bit into the concert, I started to feel hot, clammy and dizzy. Before I got extremely high, happy and needed to touch all the girls around me while I couldn't control my body. My jaw was locked and my neck was also locked backwards, so I couldn't lift my head. I remember almost nothing from the concert itself, other than that I told many of the girls that I had been drugged. First they thought I had too much to drink, but eventually they realized the seriousness and tried to help me. And yes, I ended up having sex with Till Lindemann after the party, several times. Was heißt several times? Das ist so hart. Sie wurde halt vor dem Konzert, so wie Shelby und viele andere, gedruckt und schreibt, dass sie am Ende Sex mit ihm hatte und zwar komplett unter Drogen gestellt. Das sind so viele Fälle, es ist so schlimm. Oh, Digga. I was also at concerts for a while. Also at... Junge, überleg mal, wie viele Opfer es gibt, ne? Und es kommt jetzt erst langsam raus. Das heißt, wenn es jetzt langsamer nicht mehr in die Öffentlichkeit geht, wird das Ganze noch weitergehen. To show parties. Luckily, nothing like that happened to me. But the same thing that has happened to you happened to my girlfriend. He put drugs in her glass. When she woke up, she did not know what had happened. Her clothes were torn. She was bruised and scabbed from head to toe. After that, he threw her out like a piece of rubbish. I hope you can get over this horror trip quickly. Ja, noch ein Mädchen, was halt aufgewacht ist, sich an nichts erinnern kann. Hier ist auch an der Stelle ein Screenshot von Paula, wie sie mit Alina geschrieben hat. Am nächsten Tag haben wir es noch ausgetauscht und meinten beide so alt. Ach, warte mal, das ist die Alina? Das ist also die Frau. Alina Makeva. Wir müssen darüber reden. So, wir können. Es kann nicht sein, dass Mädchen dahin so rekrutiert werden und nicht wissen, was da abgeht. Das ist so krank. Die hat am nächsten Tag diese Nachricht geschrieben und daraufhin hat halt diese Alina das geantwortet, was halt super manipulativ ist, so wie sie die ganze Zeit war. Das heißt, schreibt sie halt extra. So, ja, das war nur Getränk, es war nichts und so, obwohl sie genau weiß, was so abgefuckte Scheiße da passiert. Einfach nur, damit es sozusagen keinen Beweis gibt. Backstage, there is a lot of alcohol. Who doesn't drink is encouraged to drink. Some girls he takes to the room. One came afterwards, like came out afterwards. She was very confused. She was 19. When he came out of the room, also so wenn, als er zurück von diesem nochmal kleineren Raum zurück in diese private Afterparty kam, he has still made his pants. Also ich glaube, die Person sagt, er hat immer noch seine Hose so zugemacht und nachdem die 19-Jährige halt voll verwirrt rausgekommen ist. When the track Germany is on stage, a woman or two is chosen to give Till a blowjob. Genau das, was ich gesehen habe. Genau dieser Scheiß. This takes place at every concert. At the concert, the girls are very drunk and on drugs. Some went very bad and have asked for help. Unfortunately, there are more of these stories. Als diese Story jetzt, wenn als das alles rausgekommen ist, war ich halt so, oh mein Gott, ich habe diese ganzen Artikel gelesen, diese ganzen Nachrichten von den Mädchen und ich war so, Digga, 1:1. Und jetzt erzähle ich euch noch, als ich dann rausgegangen bin auf diese Party, habe ich dann halt so mit Mädchen, die mich angesprochen haben bei dieser Afterparty, waren halt so zwei Mädchen, die meinten so, hi, was geht, Kyla? Oh, wir lieben deine Videos irgendwie so. Und ich war so, Leute, ich bin gerade so aufgelöst. Ich habe dann mit denen geredet und habe denen erzählt, was gerade passiert ist. Und die beiden gucken sich so an und sagen so, oh mein Gott, es stimmt also mit Tills Girls. Und ich war so, was meint ihr? Ja, man hört ja so Gerüchte. Wir haben schon von ein paar Leuten jetzt davon gehört, dass so Mädchen ausgesucht werden, die dann mit ihm Sex haben sollen in so einem Hinterraum. Und ich war so, ihr habt davon gehört? Und die so, ja, ja, das wissen so Leute, die irgendwie mit ihm hier arbeiten und so. Das ist schon bekannt, dass es Tills Girls gibt. Aber Alter, wir haben es noch nie gesehen und wir haben es jetzt heute zum ersten Mal gesehen, dass ihr so
Teil von diesem Mädchen wart. Dann, als ich das auch meinem Ex-Manager gesagt habe und so mit Leuten darüber geredet habe, waren Leute wirklich so, ja, ja, wir haben auch schon davon gehört, so, das wissen dort alle. Wurde mir dann gesagt, ja, ja, red nicht darüber, das wissen dort alle. Und ich war so, Digga, das macht es noch tausendmal schlimmer, dass dort alle wissen. Das ist genauso eine Scheiße wie bei so R. Kelly und diesen ganzen pädophilen Vergewaltigern, die irgendwelche 15-Jährigen ficken wollen. Diese ganzen Sänger, das wissen alle, deren Manager und alle Leute wissen davon. Das passiert bei jedem einzelnen Konzert. Ich will nicht pauschalisieren, dass wirklich alle davon wissen, die mit Rammstein zusammenarbeiten. Mir wurde, das ist in den Kreis, die doch alles andere als ein Geheimnis ist. Deswegen, also, das ist ja das Gestörte an der ganzen Sache. Rammstein, ne, das, was er macht, ist sowieso alles schon geisteskrank und wirklich gestört und ekelhaft. Aber was ich halt auch sehr ekelhaft finde, ist, dass die Leute mit ihm noch weiter zusammenarbeiten und das Ganze auch, ne, unterstützen. Ich denke schon, dass die meisten davon Bescheid wissen. Und alle haben das so abgetan, weil sie, ja, ja, das wissen hier alle. Ja, die Mädchen wissen es verfickt nochmal nicht zum großen Teil. Wie viele Mädchen auch sich nicht trauen, Nein zu sagen. Als Mädchen kann man das, glaube ich, so nachvollziehen, wenn man sich schon mal nicht getraut hat, Nein zu sagen, weil es einem gerade alles so eine Drucksituation, weil es zu viel war und man sich im Nachhinein dachte, oh mein Gott, ich fühle mich so dreckig, ich fühle mich so unwohl, ich wünschte, ich hätte Nein gesagt, ich habe mich nicht getraut. Boah, es ist so schwer, da rauszugehen. Dann wird mir geschrieben, kannst du bitte die Stories entfernen, ganz dringend. Das ist in der Branche ganz normal. Es sollte nicht ganz normal sein. Das macht es auch nicht besser. Das macht es, wenn, dann überhaupt schlimmer. Achso, das hat die Ex-Manager geschrieben? Dann gibt es halt auch noch so ultra verstörende Videos von Till Lindemann, wie er wirklich irgendwelche Mädchen windelweich prügelt beim Sex. Es ist eine Sache, wissend, dass die Ausweise nicht kontrolliert werden, dass Mädchen sich an nichts erinnern können. Diese Videos sind verstörend. Man sieht nicht, in was für Zuständen die Mädchen da sind. Man weiß nicht, was die genommen haben. Also so wirklich Hardcore-Porn, den ich euch, so richtig harte Sachen. Und das halt jetzt so viele Mädchen auch gesagt haben, dass sie unter K.O.-Tropfen waren und sich an nichts erinnern können, ist halt so herzzerreißend. Oder dass sie spüren, dass sie blutend aufwachen und wissen, dass ihnen was passiert ist, woran sie sich aber nicht erinnern können. Das ist so schlimm. Dann fragt noch diese Alena in WhatsApp-Gruppen jetzt und stiftet die Mädchen in diesen WhatsApp-Gruppen an, die für diese Afterpartys sind, dass die online schreiben sollen und so ein Hashtag verbreiten sollen, als I stand with Rammstein. Und das machen die Mädchen dann auch. Diese Mädchen, die so diese Ultra-Fans sind und halt einverstanden sind, machen mit, obwohl die genau wissen, dass es nicht so ist. Entweder die checken das nicht oder... Die werden halt wirklich komplett alle manipuliert, Digga. Das ist so schade. Aber ich verstehe das auch nicht. Warum man sich überhaupt in solchen Kreisen bewegt. Viele wissen es nicht, viele wissen es jetzt und viele wissen es, haben es erlebt, aber gehen trotzdem dahin. Die verstehe ich halt überhaupt nicht. Wollen halt noch Teil davon sein und wollen halt diese Connection nicht verlieren, weil ihr müsst euch vorstellen, für manche Mädchen, wenn das deren Idol ist, weil natürlich haben Mädchen auch gute Erfahrungen gemacht, wo denen nichts passiert ist oder die einfach ganz andere Standards haben, was okay ist und was nicht und was kommuniziert werden sollte und was nicht. Aber das macht nicht okay, was den Mädchen passiert ist, die nicht wollten, was da alles vorgegangen ist und gerne gewusst hätten, worauf sie sich einlassen, so wie ich, dass ich gerne gewusst hätte, dass ich hier reingebracht werde, rekrutiert werde, um potenziell mit in ein Hotel genommen zu werden. So allein diese Situation ist grenzüberschreitend. Dass ich mich in der Situation wiedergefunden habe, wo ich als Sexobjekt für irgendeinen 60-Jährigen hingesetzt wurde, auf irgendeine verfickte Couch und mir Alkohol gegeben wurde, sowas muss kommuniziert werden. Das kann nicht sein. Und es ist so hart für Mädchen, das zu beweisen, weil ja die Handys abgenommen werden. Es ist das ist das Schwierige. Und das ist das Problem. Die Handys werden vorne abgegeben und man hat nicht die Möglichkeit, drin zu filmen. Deswegen habe ich ja gesagt, es wäre krass gewesen, wenn sie auch in dem Raum noch gefilmt hätte. Eigentlich hätte man wirklich so ein zweites Handy gebraucht, aber das Ding ist, du wirst wahrscheinlich abgetastet und richtig kontrolliert. Ich weiß nicht, wie krass die Securities kontrollieren, aber es wäre halt heftig gewesen, wenn man irgendwie noch so ein kleines Handy hat. Am besten sogar mit dieser Brille, wo eine Kamera drin ist, was man da nicht checkt. Und die chillt dann am besten hier in der Bluse, dass sie gar nicht erst darauf kommen, okay, könnte es eine Kamera sein oder nicht. So, dass man richtig auf Undercover reingeht. Deswegen, jeder, der das jetzt gerade sieht und auf das Konzert von Rammstein geht in Zukunft, hol dir eine Brille, mach sie daran, dass du im Fall der Fälle alles aufzeichnen kannst. So hart genau zu zeigen, okay, er hat mich halt fucking verprügelt, er hat mir Drogen gegeben. Mir ist es ja so schwer, das nachzuweisen, wenn man einfach keinen Videobeweis hat. Aber so viele Leute wissen davon. Als ich angefangen habe, Leuten davon zu erzählen, haben die so getan, als wäre das keine Überraschung. Und dass Leute, die wirklich offen, gewalttätig und sexuelle Belästiger sind, links und rechts beschützt werden, nur weil sie Geld haben, Leuten Jobs geben, weil sie Macht haben. Es ist mir so egal, was Leute sagen. Es werden bestimmt Leute sauer auf mich sein, dass ich dieses Video mache. Aber wenn ich auch nur ein paar Mädchen beschützen kann, dass sie wissen, was passiert, wenn die da hinkommen und dass sie sich in Sicherheit bringen. Das wird aber wahrscheinlich, denke ich, nicht nur bei Rammstein sein. Also es wird auch bei vielen Personen, ich will da jetzt von keinem irgendwie seinen Hack nehmen oder so, ne? Aber ich denke, bei vielen Leuten auch im Sinne von Deutschrap wird sowas passieren. Ich glaube, das ist auch, was heißt gang und gäbe, aber ich glaube, da passiert es auch schon das ein oder andere Mal. Bei sowas, habe ich euch am Anfang des Videos schon gesagt, aufpassen
und nicht einfach jede Scheiße mitmachen. Ein Drink von dem annehmen, weil die nicht wissen, was in diesem Drink drin ist. Ich weiß, dass andere Mädchen tausendmal schüchterner sind als ich. Ich weiß, dass andere Mädchen niemals sich getraut hätten, was zu sagen. Ich weiß, die wären wahrscheinlich noch mitgefahren, weil sie nicht trauen, Nein zu sagen. Es ist nicht einfach, es ist schwer. Das ganze Victim-Blaming, was halt jetzt wahrscheinlich schon auf mich zukommt oder auf die ganzen anderen Mädchen, ist unfassbar. Die Mädchen werden so dargestellt, als wäre es deren eigene Schuld, was denen widerfährt. Ja, dann trink doch nichts mit dem, ja, dann geh doch nicht mit und so. Du weißt nicht, wie es ist. Die Person, die Scheiße macht, ist immer noch die Schuldige. Die Person, die jemanden sexuell missbraucht, die jemanden belästigt, aggressiv ist und so, das ist immer noch die Person, auf die man den Finger zeigen sollte. Also ich kann nur sagen, Rammstein ist zu 100% schuldig, aber auch das gesamte Team, was ihn quasi aber unterstützt, ist genau mit so verantwortlich. Zu 100%. Warum zeigst du den Finger auf die Person, die in diese Situation reingekommen ist? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum so viele so einfach lieber einen 60-Jährigen, der Gedichte über Vergewaltigung schreibt, dass ihr lieber so einen Mann verteidigt, nur weil ihr seine Musik mögt, anstatt ganz... Das habe ich sowieso noch nie verstanden. Bruder, es gibt klar Künstler, klar gibt es auch Leute, die du vielleicht als Idol siehst, so, aber ich habe es bis jetzt noch nie verstanden, wie man solchen Leuten überhaupt blind folgen kann. Klar findest du seine Musik gut, so, aber du kannst ja nicht alles, was auch außerhalb der Musik passiert, befürworten, nur weil du ihn cool findest oder weil es dein Idol ist, weißt du, ich meine? Deswegen bin ich gar kein Fan davon zu sagen, irgendein Rapper ist von mir ein Idol oder so, auf gar keinen Fall. Mädchen zuzuhören, die sagen, sie sind verblutet aufgewacht, können sich an nichts erinnern. Man sollte sich auch mal seine Werte dann innerlich checken, was einem wichtiger ist, die Sicherheit von Mädchen oder sein Idol, weil man seine Kunst mag. Und dazu will ich halt noch sagen, dass nach meinem Wissen ist nicht Rammstein, also die ganze Band irgendwie Teil davon, sondern es ist anscheinend wirklich Till Lindemann, für den diese Girls rausgesucht werden. Nur um das nochmal klarzustellen. Und das war das, was ich euch... Aber die Band weiß auch bestimmt auch davon Bescheid, oder? Also ich will jetzt, ich wusste nicht, was eine Band ist. Ich dachte, es wäre nur dieser Typ halt. Also ich dachte, Rammstein wäre der Typ, dieser Till. Ich denke, die Leute aus seiner Band wissen davon auch Bescheid. Und auch wenn sie davon Bescheid wissen und so tun, okay, es ist seine Sache, sind sie trotzdem für mich mitverantwortlich, weil sie das Ganze zulassen. Also wenn sie dagegen wären, würden sie sich auch dagegen stellen. Zählen wollte und ich bin mega aufgebracht darüber. Ich habe jetzt so mit so vielen Mädchen stand ich jetzt in Kontakt, was das angeht und habe so viel gelesen, so viel recherchiert. Es gibt so viele Mädchen, die ganz schlimme Sachen erlebt haben. Ich hasse einfach dieses ganze System von Männer in Machtpositionen, die Frauen ausnutzen. Ich habe in dieser Industrie schon für mein Alter viel zu viel von so einer Scheiße mitgekriegt, wie Männer in Machtpositionen solche Frauen ausnutzen. Ich wurde angefasst. Das ist aber auch jetzt, ne, nur um das ganz kurz einmal noch zu erwähnen, es liegt ja nicht nur jetzt gerade an den Männern, ne? Also wir können jetzt nicht nur sagen, okay, es gibt so viele Männer, die die Macht irgendwie ausnutzen, sondern es ist auch teilweise die Frau, ne? Weil man darf nicht vergessen, die Frau hat sich ja versucht dann irgendwie so mäßig gleichzustellen mit den Mädchen, denen das Gefühl zu geben, ey, es ist alles gut, ich bin wie deine Mama, du kannst dich hier sicher fühlen und dann geht das aber in die nächsten Räume. Ich finde allgemein die Tat, ob das jetzt eine Frau macht oder ein Mann macht, ich finde die Tat ist einfach ekelhaft. Von Männern in Machtpositionen und musste mich selbst aus dieser Situation rausmanövrieren und habe auch gesehen, wie andere Mädchen so viele Sachen erlebt haben und bis jetzt nichts gesagt haben, weil sie sich einfach nicht trauen. Bitte passt auf euch auf, bitte schickt es Leuten, die vielleicht zu den Konzerten gehen. Es muss einfach aufgedeckt werden, was da passiert, weil es wissen so viele Leute und es ist so wichtig, dass darüber geredet wird. Es kann nicht sein, dass sowas dauernd in dieser Industrie passiert. Es kommt immer wieder irgendein Mann in der Machtposition raus. Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein und ganzen Männer, bei denen solche Riesensachen rauskommen. Es ist nicht neu. Tut nicht auf überrascht, Leute. Es passiert dauernd in dieser Industrie. Ich bin so müde von Leuten, die auf überrascht tun oder das normalisieren wollen. Es passiert dauernd. Es passiert immer wieder. Es passiert jetzt gerade auf der ganzen Welt. Nutzen Männer ihre Machtposition aus, um Mädchen sexuell zu missbrauchen, weil sie so ein ganzes riesen fucking System um sich herum haben, um beschützt zu werden. Und es ist einfach, es ist nichts Neues. Wir wissen, dass sowas passiert. Und Till Lindemann ist einer davon. Dieses Video zu posten ist einfach gruselig. Ich weiß nicht, was passieren wird. Bro, wenn sie es schon sagt, das ist gruselig für sie. Ich habe jetzt darauf reagiert. Das heißt, wenn sie ihr Video runternimmt, ist ja meist noch online. Das heißt, für mich ist dann auch gruselig. Ich glaube, ich brauche Securities für die Zukunft. Ich wünsche einfach allen, denen irgendwas in die Richtung passiert ist, so viel Kraft und das Beste und Mut, darüber zu reden und oder Kraft, es zu verarbeiten. Das ist der Grund, warum so viele Mädchen sich nicht dazu äußern, weil sie denken, es wird ihnen eh nicht geglaubt. Man sieht so viele Fälle, bei denen dem Mädchen nicht geglaubt wird, Frauen verteufelt werden dafür. Also, um das Ganze jetzt nochmal abzuhaken, ich finde es trotzdem gut, dass die ganzen Mädels, auch wenn sie jetzt später kommen mit der ganzen Veröffentlichung, dass sie sich trotzdem alle zusammentun und das finde ich gut.
wie gesagt, wenn es irgendwelche Mädchen gibt, gerade zugucken und ich denke, ey, mir ist es auch passiert, ich habe aber noch nicht drüber geredet und ich habe Angst, mach es einfach öffentlich, dass so viele Leute davon mitkriegen. So, ich sag dir ehrlich, ich würde natürlich auch gerne dazu so ein Video drehen, um das Ganze noch mehr zu veröffentlichen, in dem zum Beispiel Mädchen über die Geschichte erzählt. Das Ganze wird natürlich anonym bleiben, so, ich würde keine Gesichter oder so zeigen, sondern einfach, um diese ganze Sache öffentlicher zu machen, weil das geht irgendwie mehr so, das geht mehr unter. Also alle sehen das irgendwie als normal, aber es ist alles andere als normal. Ich schwöre, als ich das mitgekriegt habe in der Stadt, ne, ich hatte Schock, auf Ernst. Sei mir ehrlich, Bruder, wie Schock hatte ich? Schockstarre. Bruder, weil als du mir auch gezeigt hast, wie der Typ aussieht, habe ich noch mehr Schock gekriegt, weil ich mir dachte, jetzt verstehe ich auch die Leute, warum die danach so geschockt sind. Digga, der Typ sieht einfach gruselig aus. Endworte, passt immer auf euch auf und Rammstein, passt du auch auf dich auf. Alles gut, ich passe schon selber auf mich auf. Wie gesagt, Auto steht vor dem Büro, das sind vielleicht 10 Meter, die kann ich auch rennen und danach mache ich Zentralverrichtung, gehe auf Sportplus und fahr schnell nach Hause. Also mach dir keine Sorgen über mich, Rammstein, aber lass mich in Ruhe.